und willkommen zu Filme im Kreuzfeuer. Heute mal etwas anderes. Ihr seht, wir sind nicht in unserem Standardstudio, sondern wir sind in der Highspeed Music Bar in Binnigen. Wer es nicht kennt, muss da auch noch der beste Burger von der Region, so neben wie gesagt. Und der Badcop zieht jetzt gerade in die Sonnenbrille nach und erklärt mir, wer da neben mir hockt. Ja, okay, gut. Wer hockt eigentlich neben mir? Also ich weiss, du bist der Cedric, du bist richtig? Der Regisseur vom Kurzfilm Stalk und du bist der andere. Du bist der Produzent. Richtig, der genau. Der Benjamin. Genau. Und du bist der Produzent vom Kurzfilm Stalker. Und der Stalker ist was genau? Stalker ist eigentlich ein Thriller-Kurzfilm auf Schweizerdeutsch in der Schweiz dreht. Darum auch auf Schweizerdeutsch. Macht Sinn. Wäre blöd, wenn er in Deutschland dreht hat und auf Schweizerdeutsch. Er könnte auch Französisch oder Italienisch sein oder Retromanisch. Retromanisch, ja. Du bist ein Klugscheisser. Wieso haben wir nicht auf Retromanisch dreht? Ich glaube, unsere Kenntnis langt auch nicht aus. Das Casting haben wir falsch gemacht. Das Casting hat sich auch einen Einfluss gehabt, aber ich glaube einfach, wir kennen es nicht. Also, vielleicht Untertitel mit dem Experten. Aber, ich bin jetzt wundern, wie kommt man auf die Idee, in der Schweiz einen Thriller zu drehen, wo eigentlich auch noch eine recht heikle Thematik, weil es geht ja um Kindesmissbrauch, ist ja auch noch eingeflossen, also eingewoben in die Geschichte, einen Thriller, also einen genreaffinen Thriller zu drehen. Wie kommt man auf die Idee? Ja, ich muss so sagen, also es hat eigentlich mehr mit den Visuals gestartet. Mhm. Also kommt von, angefangen jetzt eigentlich mit so, ich muss so sagen, ein Kollege von mir hat in einer Wohnung gekommen, wo es einfach ein grosses Fenster hatte und du hast einfach in die Weite noch Wiese gesehen. Und die Grundidee war eigentlich, dass man einen Shot hat, wo eine Frau die heißt und eigentlich durch das Fenster, sie ist einfach ein Mann komplett in Schwarz, unbewegt. Ich denke, man sollte auf der Wiese einen mit einem Feldstecher wohnen. Nein, das ist eine andere Geschichte. Das ist auch ein schönes Bild. Es erinnert an ein Bild, wo eine Frau von einer großen Scheibe steht und versucht, einen Dino zu sehen und ihn einfach nicht sieht. Und das haben wir da so mal gehabt. Wir reden von Jurassic World. Also, wir können gerade zu euch zurück. Jurassic World, da hast du nicht gesehen. Nein. Jetzt darfst du auch mal etwas genau, sagen. Wieso bist du da Film nicht schauen? Ich bin den Film nicht schauen, weil ich ich bin ein grosser Indie-Fan gewesen, Indiana Jones-Fan. Ich habe aber auch Jurassic Park damals mit viel Freude im Kino erlebt. Und beim Indie-Film, beim letzten Teil, der rausgekommen ist, bin ich relativ enttäuscht heimgegangen. Das habe ich mir nicht gemacht. Ich habe gedacht, das könnte auch wieder passieren. Und darum bin ich nicht schauen. Also ich bin damals im Kino geguckt und habe gedacht, ja super, Freizeitpark mit Dinos, aber das ist ja gar kein Freizeitpark. Der ist ja noch im Bau, der ist gar noch nicht offen, der ist ja langweilig, da hat ja keine Leute. Also ich bin dort eher ein bisschen enttäuscht, denke ich. Okay. Interessant, ja. Es hat dort genau gepasst, so vom ganzen Mut her. Mir ist so voller Erwartung in das Kino gegangen, mit den ganzen Dinosauriern und die ganzen Geschichten. Und irgendwie jetzt in dem Teil, wo, der ist jetzt im Juni, glaube ich, rausgekommen, oder? Ja, plus minus, ja. Plus minus, so. Habe ich einfach gedacht, ich wollte mich da ein bisschen, nicht nochmal so enttäuscht aus dem Kino rauslaufen, wie bei Indiana Jones. Aber ich kann dich beruhigen, der Jurassic World tut endlich das Versprechen einlösen, was die anderen da nicht eingelöst haben. Es ist wirklich jetzt endlich mal ein Vergnügungspark, also ein Dino-Park, und wo dann wirklich, wenn dann mal die Dinosaurier ausbrechen, die Lucy richtig steppen tut. Gell, du hast ihn ja auch gesehen im Kino, wie hat er dir gefallen? Mir hat er ganz gut gefallen. Ich glaube auch, was für mich auch sehr nostalgisch ist. Also, es hat mich von dem her angesprochen, weil ich bin irgendwie... Also eine meiner frühesten Erinnerungen, wie der Vater mit einem schwarzen Objekt irgendwie heimkam, ist nicht, dass man ihn entgegengehabt hat, das ist ein guter Film, den schauen wir, und das ist Jurassic Park. Also, ein schwarzes Objekt war nur auf VHS-Kassette. Voilà. Genau, richtig, jetzt muss ich noch klarstellen. Also, er hat mich von der Nostalgie auf mich angesprochen, vor allem, weil natürlich die Titelmelodie wieder so vorgekommen ist. Mhm. Und ich finde auch All in All ist ein verhebender, cooler Fantasy-Actionfilm. Chris Pratt. Ja, Chris Pratt ist super. Also man kann ihm zwar vorwerfen, dass er mal nach Zahlen spielt und das typisch Kinder in Gefahr bringt, aber die sind sowieso nie in Gefahr bei Spielberg-Filmen. Wobei man jetzt sagen muss, Jurassic World ist der böseste von allen. Das ist er, aber nicht gegenüber den Kindern natürlich. Siehe den Abgang von der einen Frau, die dann zuerst mal in die Luft und dann wird sie ins Wasser. Ja, dann er ist der physische Kind, er hat den höchsten Bodycount, aber was mit den Kindern passiert, ist von Anfang an klar. Ja. Und du weißt, auf was es rausläuft und jedes Element kündigt quasi schon auf, was es rausläuft. Das, ja. Aber er macht trotzdem Spass. Und er hat Action, wie blöd, und die Effekte sind wirklich arschgeil.
Das kann man sagen. Jetzt mal ganz kurz für dich, Cedric, du das kurz mal beenden. Wenn du jetzt eine Wertung müsstest zwischen einer Handschelle, das ist also wirklich schlecht, und fünf Handschellen, das ist wirklich ein Meisterwerk, absolut als Bildschirm Jurassic World. Du darfst eine halbe geben. Du darfst eine halbe geben, genau. Ich kann sagen, vielleicht so 3,5. 3,5, das ist... Weil absolutes Meisterwerk würde ich sagen, nein, weil es hätten ja schon mal in ein paar Formen so gegeben. Und es ist nicht mehr neues eigentlich. Aber verhebt technisch absolut. Ich hatte nie das Gefühl, oh, das sieht aber mega fake aus, wie bei gewissen Haifischfilmen. Drum. Also redest du jetzt von Deep Blue Sea oder was? Ah, nein, Sharknado meinst du oder was? Ja, Vorsicht, Deep Blue Sea. Das hört man ganz gut. Ja. Ich habe ja von Sharknado gehört. Ja, wobei Deep Blue Sea Defekte sind auch recht offensichtlich hier und da. Aber der Film ist geil, muss ich sagen. Aber 3,5. Ja, ich denke so. Gut. Ah, ich jetzt? Ja, du dann. Ja, was soll er das? Ja, was ist das? Ich kann nur noch ablassen, oder? Was würdest du jetzt für eine Wertung geben, nachdem du das alles gehört hast? Ich glaube, dann würde ich mich am Södi anschliessen. Das ist recht viel schlimmer, was der hat. Ja, das ist ja so. Aber ich muss mich auf Expertenmeinung verlassen. Man merkt schon, dass ihr als Team agiert. Finde ich gar nicht gut. Sachen ja, ich habe es gut gehabt, sowieso ein bisschen mehr gegeben. Und das mache ich vor allem wegen Chris Pratt. Aber ich sehe das einfach gern. Vor allem seit Guardians of the Galaxy und auch schon vorher in der Serie, wo er mitgespielt hat. Darum gebe ich knapp 4. Ich schließe mich tatsächlich, meinst du, macht mir keinen Spass? Ich schließe mich tatsächlich an. Nein, ich würde sagen, 4 Handschellen von Jurassic World, weil er macht eigentlich viel richtig. Er ist nicht wirklich originell, aber es ist perfektes Blockbuster-Entertainment mit Dinosauriern. Und der Film mit Dinosauriern geht einfach immer. Stichwort Jurassic World ist ja eine grosse Hollywood-Produktion. Mhm. Und jetzt habt ihr da euren Kurzfilm gemacht. Und wohin wolltet ihr? Also jetzt nicht heim oder so, sondern wohin wolltet ihr? Wo seht ihr euch, sagen wir jetzt plötzlich in 10 Jahren? Ich meine, wir machen das noch kurz, nicht einfach aus Spass, sondern wir verfolgen irgendeinen Masterplan damit. Also ich glaube, für uns ist es in der Kombo, wo wir das gemacht haben, wir sind das Filmwerk St. Gallen. Ich bin heute auch relativ weit angereist. Der Cedric ist ja da in Basel tätig, sage ich jetzt mal, Film schaffen. St. Gallen angereist. Ich bin extra für die Sendung heute von St. Gallen her da angereist. Tut mir leid, also ich entschuldige mich übrigens auch. Nein, ist tipptopp. Es war ein schönes Wertling zu einem spannenden Dialekt. Also von dem her freut es mich, zum da zu sein. Ich glaube, für uns in dem Filmwerk, wo wir drinnen tätig sind, wir haben jemanden, der ein bisschen kameraaffin ist, über die Postproduktion, das hat er auch die Idee geschrieben, hat die Regie über bei dem Film und ich bin eigentlich dann dort dazu gekommen als Produzent. Also ich habe geschaut, dass wir alle die Sachen zusammenkriegen, die Finanzierung, einfach die Sachen, die ein Produzent muss machen. Und sag's mal, ich kann jetzt für mich persönlich reden, wenn es geht, wo wir hingehen wollen. Wir miteinander würden sicher wieder mal so ein Projekt aufgleisen wollen in dem Sinn. Wir sind aber schon im, sag's mal, professionellen Film tätig. Das heisst, wir arbeiten bei Filmproduktionen nicht, die Kinofilme machen, sondern Auftragsfilme in dem Sinn, oder? Aber wir haben halt gemerkt, dass es irgendwie doch auch lässig ist, eben fiktional etwas zu machen. Entertainment zu liefern. Und ich glaube, das ist genau das, was uns auch weiterhin wird reizen wird, um immer wieder mal ein Projekt miteinander anzureissen. Unbedingt, ja. Und sag ich mal, von diesen Lehrplätzen, die wir jetzt hier mit dem Stalker haben mitnehmen dürfen, dass wir die vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen besser umsetzen können, oder? Wie siehst du das denn? Du übernimmst uns einfach das Interview, es geht gar nicht. Ja, das ist ein bisschen so. Das ist halt ein Produzent, muss da die Fäden in die Hand nehmen. Nein, ist in Ordnung, Wie kann ich genau. Buch da? Ja, du hast den Film gesehen. Ah, okay, gut, dann bleib ich da. Gut, jetzt, wie siehst du? Eigentlich etwa gleich. Also es ist eine unheimlich interessante, unheimlich tolle Erfahrung gewesen. Es hat riesen Spass gemacht und also ich möchte unbedingt, das hängt so wie, also was so wie es in 10 Jahren wird sein. Aber ich würde es auch wieder machen und vielleicht auch wirklich auch wieder, wie es halt ist im Leben, wieder ein bisschen besser technisch oder geschichtlich. Sich immer weiterentwickeln quasi. Ja, genau. Also, wenn man so Independent-Produktionen anschaut, also die meisten gehen eigentlich gerade in Richtung Horror. Haben das etwas auch mal vor oder sagen dann, nein, wir müssen eigentlich froh, dass wir etwas anderes machen? Vielleicht angeschnitten ein bisschen, dass zum Beispiel wird, es baut sich eine gute Story auf, aber es hat zum Beispiel einen Psycho-Duschi-Effekt drin. Aber nicht den ganzen Film quasi darauf aufgeleitet. Das ist eine Geschmackssache. Ich finde, dass man sich vielleicht ein bisschen anlehnt, dass es eben auch ein
tief geht, dass man vielleicht auch verschreckt und wirklich, wow, ich bin jetzt so verschrocken. So, vielleicht so ein bisschen angekippt. Also ist jetzt mein Geschmack, meine Gedanken, also wie du das siehst. Ja, ich glaube, eben, es gibt eben genauso die Independent die Community, die wo genau in die Richtung hineingeht. Das ist für uns, wie soll ich sagen, nicht, es gibt so viel Produktion in diesem Bereich. Und es wäre, wir wollten etwas anderes schaffen. Wir wollten etwas schaffen, wo die Schauspieler sehr stark auch emotional können agieren müssen. Und das haben wir versucht, aber wir haben auch gemerkt, dass das genau eben das enorm Schwierige ist und sich darum vielleicht eben viele nicht an so ein Thema wagen. Mhm. Sagen jetzt mal, auch Geschichte, von der Geschichte her und so. Und ich glaube, das war schon das, was wir als Herausforderung gesehen haben. Und von dem her würde ich sagen, ja, vielleicht ist die nächste Herausforderung mal noch ein bisschen mehr Action, je nachdem. Thriller, Action, so in die Richtung, oder? Wobei man noch jetzt sagen muss, haben sie sogar nach Indien geschafft mit dem Film. Also ich meine, die Schweiz ist nicht gut genug gewesen, ne? Es muss Indien sein. Wie kommt man an ein indisches Filmfestival? Und vor allem, wie hat das Publikum reagiert? Ja, es ist ja so, wir machen mit so einem Film eine Reise. Wir versuchen es erstmal im eigenen Land zu platzieren. Und wie heißt es so schön, der Prophet im eigenen Land zählt nichts in dem Sinn. Und so machen wir einfach ein bisschen die Reise weiter, sage ich jetzt einmal. Und da sind wir eben auch in Indien gelandet. Leider, eben, wir hatten dort die Weltpremiere. Nur es war für uns nicht möglich, um dort leider mit dabei zu sein. Aber wir haben ein paar schöne Fotos gesehen, wie der Film auf der Leinwand gelaufen ist mit dem indischen Publikum. Es war irgendwie erfrischend, das einmal so zu sehen. Wir waren auch stolz. Wir haben unsere Lorbeeren bekommen, die wir jetzt einfach offiziell aufs Cover drauf tun. Ich glaube, das ist das Wichtigste für so einen Kurzfilm. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, das indische Publikum, die sind sich ja alle so 3-4 Stunden Film gewöhnt. Hocken da im Kino und denken so, los geht's. Ja. Und nach wie lange geht der? 24 Minuten ungefähr? Genau. Ja, 23 plus. Aber das ist auch der Grund, wieso dass wir da gelaufen sind. Weil für die europäischen Festivals sind wir zu lang gewesen. Und für die indischen Kurzfilmfestivals sind wir perfekt gewesen. Ist ein Kurzfilm, wie gemacht sind. Genau. Jetzt, du hast ihn ja gesehen. Was... Erzähl mal noch etwas drüber und das Urteil musst du auch noch abgeben. Ja, also eigentlich will ich nicht allzu viel erzählen, weil man kann ja den Film auf Gemeindetv sehen und ich will eigentlich, also ich finde das Dolgerlab stark vom Überraschungseffekt. Und ich denke, ich finde also, umso weniger man über die Geschichte weiss, umso besser ist es. Aber Urteil gebe ich gerne darauf ab. Also ich meine, was ich sicher mal sagen muss, er ist technisch sehr schön gemacht. Ich finde es auch sehr erfrischend, mal Schweizerdeutsch zu hören, wobei ich sagen muss, ich habe einen Screener mit englischen Untertiteln, was recht irritierend war, weil man denkt, oh, ich kenne es Englisch, aber nein, Moment, ich verstehe es ja. Nein, ich gebe dem Film jetzt also wirklich absolut also 3 von 5 Handschellen haben auf jeden Fall verdient, weil er wirklich eine spannende Geschichte erzählt hat. Ich finde es auch schön, dass er einen Bezug macht zu einer ernsten Thematik und das auch recht gut den Bogen dazu schlägt. Mhm. Die Schauspieler sind gut, also die Hauptdarstellerin macht ihre Sache sehr gut, finde ich. Mhm. Hallo Claudia. Hallo. nein, ich muss sagen, ich bin also recht angenehm überrascht, weil ich muss sagen, normalerweise habe ich vom Schweizer Film, jetzt mögen wir prügeln, nicht wirklich eine hohe Meinung, ja. Weil es immer so ein bisschen so bieder und so ist. Und sie haben es aber wirklich gut gemacht. Also ich denke mal, ich verhalte es mit der Indo, also mir hat es auch gefallen. Von dem her. Und ich kann also wirklich auch nur empfehlen, schaut das Teil auf Gemeinde-TV an. Und alle, die jetzt sagen, oh Mann, ich habe nicht Gemeinde-TV, man kann den Film nämlich auch bei euch auf der Homepage anschauen. Das ist richtig, genau. Jetzt darfst du noch ein bisschen Werbung machen. Ist gut, ja. Genau, also man kann den Film, wie gesagt, auf unserer Homepage schauen und das ist auf stalker-film.ch. Also gut, das hättest du nicht sagen, weil wir planen das um die, aber ist egal. Also, ja. genau. wie auch immer. Also wir haben als Halloween-Tipp haben wir einen, der kürzlich rausgekommen ist und zwar warte, bis es dunkel wird. Und du kannst jetzt gerade mal sagen, wie du auf Englisch heißt. Lass mich nur mal, ich kann den Titel nicht sprechen. The Town That Dreaded Sundown. Um was geht's? Es sieht aus, als wäre es ein Remake von einem Film von 76. Ja, der Umleger heißt auf Deutsch. Ja. Wirklich, kein Joke. Im Original hat er den gleichen Titel. Ja. Und der Film wiederum basiert auf wahren Begebenheiten, die 1946 offenbar in einer kleinen Stadt stattgefunden haben. Also es hat dort irgendwie diverse Leichen gegeben und die ganze Stadt hat vorher eigentlich die Türen nie abgeschlossen, nachher dann schon. Und plötzlich dann im 2013 taucht dann ein Mörder auf, der die Mord quasi kopiert. Genau.
Und dann stellt sich im Film eigentlich die Frage, ist jetzt einer, der den Mord kopiert, oder ist einer, der den Film kopiert? Also der, mhm. also Film, weil das okay. Original, also okay. der Originalfilm existiert in dem Film auch ja. und wird zu Halloween immer wieder. Was eine recht geile Idee okay. ist. Also der Film basiert auf einem realen Mord, der wiederum auf einem Film aufbaut, wo der Film auch wieder Bezug ja. aufnimmt. Das sind eigentlich drei Ebenen, die der Film bedienen. Okay. Zwei wäre es Helikon. Entschuldigung. und nein, er macht das eigentlich recht originell. Er ist wunderschön gefilmt, optisch sehr schön. Wie du ja gesagt hast, ist eine sehr gute Soundkulisse. Die Soundkulisse hat mich begeistert. Also die richtigen Soundeffekte und mal andere Soundeffekte als die, die man kennt und schon komplett ausgelutscht sind. Jetzt habe ich das Wort wieder gesagt. Es ist ein Film, der dir gefallen wird, weil er entspricht nicht der Genre-Regel, die man erwarten würde. Es ist nicht kein Slasher, wo einfach ein maskierter Killer rumgeht, sondern der Killer redet auch. Das ist einfach wirklich ein Mörder, der einfach nur eine Maske anhat. Okay. Aber da ist jetzt nicht irgendein stummer Killer, der redet teilweise mit seinen Opfern. Und er ist eben durch das, er auf diesen zwei Ebenen noch spielt, eben auch noch der so Originalfilm auch noch einbezieht. Das kommt dann auch noch irgendwie der Produzent zu Wort und alles drum und dran. Tut er dann also der Sohn okay. ja, vom toten Regisseur. Ja, tut er noch recht so Fiktion und Realität okay. miteinander vermischen und tut dann am Schluss eigentlich einen mit einem recht unguten Gefühl, weil es ist ja nicht so eine typische Slasher-Auflösung, die er am Schluss hat. Ja, was er auch noch hat, ist halt, er ist zwar ein Slasher, aber in den Kills innen ist nicht das Hauptaugenmerk auf dem Blut und auf dem, was passiert, sondern auch dort hat man sich dann jeweils Gedanken gemacht, wie man das am schönsten einfangen kann ja. und auch nur das zeigt, was auch Sinn macht. Mhm. Okay. Interessant, okay. Also ist das nicht das Gewaltdarstellungsziel, sondern wie es eigentlich zu dem Kunden im Endeffekt. Also ist wirklich, ist wirklich ein sehr sehenswerter, sehr spezieller Slasher-Thriller, gut gespielt, gute Besetzung. Und ich gebe dann gute 4 von 5 Handschellen. Das ist klar, das ist etwas von langweilig mit dir irgendwie heute, Kopf. Gut, ich leider auch 4 von 5, also was sage ich da leider? Du jetzt ja. Also wir können euch das wirklich auch empfehlen. Mhm. Super, okay. Schauen wir gerne mal rein. Gut, der Kameramann winkt sich da langsam schon irgendwie den Arm ab, habe ich irgendwie das Gefühl. Versucht uns irgendwie damit mitzuteilen, entweder er mag uns, hallo Kameramann. Hallo. Oder die Zeit läuft ab, das kann auch sein. Wir haben noch Gewinnspiel, genau. Und wir verlosen was? Blu-rays. Genau. Und? Gut. Hier, also Käppi, ja. Von was? Von welchem Film? Von Jurassic World. Und dem, was wir gerade gehört haben. Warte, bis es dunkel wird, genau. Das ist jetzt sehr schwierig. Wir verlosen dreimal die Blu-ray von Jurassic World und dreimal Käppi von Jurassic World. Und man muss welche Frage beantworten? Die intelligenteste Frage, wie viel der Film in der Reihe ist das? Das ist schwer, genau. Und wir verlosen dreimal die Blu-ray von Warte, bis es dunkel wird. Und man muss welche Frage beantworten? Wie heisst der Film im Original? Und, ich nein, noch viel besser. Wie heisst der Film im Original und wie heisst das Original auf Deutsch? Das ist ein Doppelfrage. Doppelfrage, genau. Gut, und jetzt dürft ihr jeweils noch einen kurzen Grund nennen, wieso man sich Stalker anschauen muss. Weil es unerwartete Wendungen hat. Weil es einer der ersten Thriller ist, wo das Thema Stalker in der Schweiz behandelt. Und das muss man sich einfach mal reinziehen. Weil du extra aus St. Gallen hierher gekommen bist. Und genau. Und darum muss man sich auch den Movie-Cops anschauen. Genau. Auf das ist auch mal etwas sein. So schließt sich der Kreis. Genau, und ich bin weg. Tschüss. Ja, ich auch. Tschüss zusammen. Und dir? Ja, die können noch bleiben, ist gut. Ja.